Gier, Neid, Wollust, Zorn sind die Hauptmotivation in jedem Online-Rollenspiel. Und wer wüsste das besser als Sony Online Entertainment, die Macher von MMO-Klassikern wie EverQuest und Star Wars Galaxies. Das neue Spiel des Entwicklers, DC Universe Online, tritt abseits der ausgetretenen Fantasy- und Sci-Fi-Pfade und nimmt sich den Superhelden und Schurken an. Um die Konkurrenz City of Heroes und Champions Online abzuhängen, setzt Sony Online nicht nur auf die starke DC Comics-Lizenz mit Superman, Batman und Co., sondern bringt auch ein actionlastiges Kampfsystem und vollständige Vertonung mit. Green Lantern und Flash gesprengt, Batman erledigt, Wonder Woman hin und Superman bezwungen. Der Plan von Oberschurke Lex Luthor scheint voll aufgegangen zu sein. Der Haken, kaum sind alle Helden tot, greift der galaktische Eroberer Brainiac die Erde an. Weil sich Schurken und Helden gegenseitig aufgerieben haben, kann niemand der Armee des Außerirdischen etwas entgegensetzen. Lex Luthor aber gelingt es, mit einem Zeitsprung in die Vergangenheit zu fliehen und die Helden vor der Apokalypse zu warnen. Außerdem hat er etwas aus der Zukunft mitgebracht. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Wie in MMOs üblich, beginnt auch DC Universe Online im Charaktereditor. Hier bauen wir uns einen neuen durch die Exobytes entstandenen Helden oder Schurken und legen seine Merkmale, Superkräfte, Kampftechnik und Ausrüstung fest. Außerdem suchen wir uns einen Mentor aus. Bei den Helden nehmen Superman, Wonder Woman und Batman den Nachwuchs bei der Hand, Neuschurken arbeiten dagegen für Lex Luthor, Circe oder den Joker. Wer übrigens keine Lust hat, alle Optionen einzeln durchzugehen, kann mit der Inspiriert-von-Funktion seine neue Figur an eine Reihe bekannter DC-Charaktere angleichen. So entstehen im Handumdrehen die verschiedensten Figuren. Kichernde Kickboxer, stählernde Stipendiaten, fette Roboter und kleine Zombies. Gekämpft wird in DC Universe Online viel mehr wie einem Actionspiel Marke Spider-Man Dimensions als in anderen MMOs. Mit zwei Angriffstasten, eine für nah, eine für Fernkampf, gehen Helden und Schurken auf Gegner los. Mehrfaches Drücken und Halten aktiviert unterschiedliche Kombos. Zusätzlich gibt's eine auf 6 Fähigkeiten begrenzte Skillleiste für Gadgets und Zaubersprüche. Wie auch in anderen MMOs vertreiben wir uns in DC Universe hauptsächlich die Zeit mit Quests, die aber allesamt komplett auf Deutsch und Englisch vertont sind. Hat Oracle von Sündendämonen erzählt? Brother Blood hat sie aufgezogen und jetzt sind sie überall in Metropolis und korrumpieren Menschen. Bei den Quests selbst erwarten die Spieler dann aber alte MMO-Klischees. Diese gefräßigen Bürger greifen jeden Hotdog-Stand an, den sie sehen. Nein, das war jetzt eigentlich nicht gemeint. Vielmehr tut man in den zahlreichen Aufgaben in Gotham City und Metropolis an sich nichts Besonderes. Also prügeln wir Handlanger, helfen NPCs und sammeln Gegenstände ein. Hier machen wir gerade alles gleichzeitig und verhauen Dämonen, prügeln hypnotisierte Bürger zurück zur Besinnung und sammeln geklaute Geldkoffer ein. Dieses Schema zieht sich durchs komplette Spiel. DC Universe verpackt die Quests aber in nette Geschichten. So schmuggeln wir uns im Fischkostüm als Spion in die Basis der Armee von Atlantis. Bezwingen in einer Kopfgeldmission zusammen mit anderen Helden einen der vielen Bossgegner und lassen uns vom Dämonen Aetrigan im Austausch für unsere Seele in einen Zombie verwandeln. Gegrüßt seist du, ob Frau, ob Mann! Ich bin der Dämon Aetrigan! Am Ende jeder Questfolge schicken uns unsere Auftraggeber dann zum großen Finale in eine Instanz. Hier kommen wir etwa gerade richtig in den Ballsaal, um Batman im Kampf gegen den Joker zu helfen. Für erfüllte Quests verdienen Helden und Schurken Erfahrungspunkte und steigen so im Level auf. Auf dem Weg zur Maximalstufe 30 schalten wir schrittweise neue Kräfte und Fertigkeiten frei. Zu den Kräften gehören etwa Spezialfähigkeiten wie Zaubersprüche und Gadgets, bei den Fertigkeiten erlernen die Charaktere neue Angriffskombos und Bewegungstricks. Die drei Grundarten der Fortbewegung in DC Universe sind Flugsupergeschwindigkeit und Akrobatik, also Klettern, Gleiten und Enterhaken. Flinkes Vorankommen hilft nicht nur beim Erfüllen von Quests, sondern auch beim Erforschen der Spielwelt. Neben Geld landet MMO-typisch ständig neue Ausrüstung im Inventar.
Damit aber die aufwendige Kostümbastelei zu Beginn des Spiels nicht für die Katz war, kann jeder Spieler das Aussehen von Einzelteilen oder der kompletten Ausrüstung sperren. So übernehmen wir zwar die Attribute von Waffen, Panzerung und Schmuckstücken, sehen aber immer nur so bescheuert aus, wie wir selbst möchten. Praktisch: einmal angelegte Ausrüstung wird einer Sammlung hinzugefügt und kann danach immer wieder angelegt werden. Auch wenn der Gegenstand selbst schon längst verkauft, auf der Bank abgelegt oder per Post an andere Spieler unterwegs ist. Natürlich kracht's in Metropolis und Gotham City auch ordentlich zwischen Helden und Schurken. Auf einem PvP-Server tobt der Krieg zwischen den Fraktionen im sogenannten Open PvP ohne Vorwarnung gleich von Anfang an. Aber auch die klassischen Instanzen, Warnmeldungen genannt, gibt's in DC Universe Online. Mit einer 4-Mann starken Gruppe erfüllen wir unterschiedliche Missionsziele, um nach und nach zum Bossgegner des Einsatzes vorzustoßen. Ab maximal Level 30, also dem sogenannten Endgame, sind Helden und Schurken überwiegend in Warnmeldungen unterwegs. Spätestens jetzt wird es nötig, in der Gruppe mit unterschiedlichen Klassen, in DC Universe Rollen genannt, zusammenzuspielen. Dafür bekommen wir unterschiedliche Marken, die wir beim Händler für besonders mächtige Rüstungen eintauschen können. Wunderschön, nicht wahr? Das hier wurde für Krieger gemacht, die für den Frieden kämpfen. Beweise mir, dass du so jemand bist. DC Universe Online überzeugt vor allem Comic-Fans mit viel Liebe zum Detail. Lakaien der Wollust liebt diese Eindringlinge zu Tode. In Gotham etwa hängt beim Crime Alley Kino noch immer die verfallene Werbetafel mit Mask of Zorro. In Smallville finden wir den Krater, in dem Superman auf die Erde abgestürzt ist. Zudem sorgen die guten Sprecher für jede Menge Atmosphäre, das flotte Kampfsystem ist fordernd und die vielen sammelbaren Kostümteile laden zum Basteln ein. Doch bei all dem Lob gibt es auch Grund zu einiger Kritik. Schwach ist DC Universe vor allem bei der Interaktion zwischen den Spielern. Gruppen- und Ligenmenüs sind alles andere als komfortabel, Berufe, Crafting oder ein Auktionshaus fehlen komplett und selbst an den größten Raids können nur 8 Spieler teilnehmen. Zudem gewinnt Sony Online Entertainment keine Umfangspreise, denn Helden und Schurken teilen sich fast alle Instanzen und Questgebiete. Wirklich neue Inhalte gibt's bei einem zweiten Charakter auf der Gegnerseite nicht zu sehen. Dass jeder Charakter neben dem normalen Schaden verursachen auch noch eine Spezialistenrolle wie Tank, Heiler oder Aufpasser hat, wird erst viel zu spät im Spiel wichtig. Bis Stufe 30 kommt man problemlos damit durch, stumpf alle Feinde kurz und klein zu hauen. Taktik und Gruppenspiel ist erst im Endspiel nötig. Wir sind gespannt, ob Sony Online Entertainment trotz aufwendiger Vertonung schnell genug neue Inhalte für Dauerspieler nachliefern und die noch störenden Technikmacken ausbügeln kann. Wer etwas für Superhelden übrig hat und actionreiche Kämpfe einem tiefgreifenden Handelssystem vorzieht, wird mit DC Universe Online auf jeden Fall seinen Spaß haben. Das war's, das Spiel ist aus, weitergehen, weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Raus hier, bevor meine gute Laune weg ist. Das heißt sofort